Hallo Leute, wusstet ihr schon, dass ich nächsten Monat meine Masterarbeit anmelden muss? Willkommen zurück zu Spider-Man. Was ist los mit dir, Peter Parker? Ja, meine Vermutung ist, dass das die letzte Mission ist. Das habe ich anhand der Punkte vermutet, dass wir halt am Anfang erst mal 500 Punkte bekommen haben. Und dass wir dann halt immer 250 Punkte mehr bekommen haben und wir dann halt, ja. Im letzten haben wir 2750 Punkte bekommen. Und hoffen wir jetzt einfach mal, dass das immer so war und dass wir jetzt 3000 Punkte bekommen, dass dann rein rechnerisch eben die letzte Runde ist. Ich hoffe, ich habe den Übergang zwischen der kleinen Pause gerade hinbekommen. ja, also probieren wir das jetzt und gucken mal. How's it going, Robbie? I don't. Bisschen weniger Zeit, ist eigentlich, bin ich eigentlich angenehm. Weil weniger Zeit haben heißt weniger machen müssen. Na, gucken wir mal, ne? Da dachte ich mir so, ja, könnte ich dann in der Folge auch nochmal das Dingsbums-Studio probieren. Das ist Studio. Ja, Kate-Halle, meine Güte. Komm, nee. Sorry, so, aber ich will das jetzt einfach. Ich werde das dann beim ersten Foto und Checkpoint ein Safe State setzen. Und dann aber erstmal so probieren wieder. Aber ja, wie gesagt, ich bin komplett genervt. Ja. Ich muss nächsten Monat meine Masterarbeit anmelden, was auch vor allem damit zu tun hat, dass der Vertrag meines Betreuers im Juni, glaube ich, ausläuft. Und naja, dann muss ich es halt im April abgeben, dass er noch 2 Monate Zeit hat zu korrigieren, ne? Dann weiß er, wie das läuft. Und ja, ich bin da so ein bisschen nervös tatsächlich vor. Aber ich krieg das hin, ganz ehrlich. Und dann, eine Deadline wird mir gut tun, sage ich das einfach mal so. Ah, die Insel sollen wir fotografieren, okay, verstehe. Irgendwie, ich werde kein Safe State setzen, weil ich bin mit der Anreise gerade nicht. Aber hier sind ganz, ganz viele Punkte. Moment, Job. Der Level wird mir gefallen. Ich mache jetzt mal kein Safe State, weil ich mit der Anreise auch nicht so ganz zufrieden bin. Oh mein Gott, das könnte ätzend sein. Okay, hier werde ich Safe State machen. Also dann beim nächsten Mal, ne? Also sowieso, ne? Aber. Weil man. Ja, okay, muss man halt viele perfekte. Sch Gott. Ne, komm, ganz ehrlich. Ja, muss halt einige perfekte Sprünge vollführen. Hört man mich? Man hört mich. Gut. Ja. Warum kommt eigentlich das dritte Mario plus Rabbit? Leon, sag mal. Willst du mich verarschen? So was, ich will nicht mehr. Ich kann das nicht mehr, ich will nicht mehr. Warum habe ich eine neue Folge gemacht? Ja, damit ich Folgen habe. Dann kriegt ihr mal ein paar kurze Videos auf meinem Kanal, ne? Diese ganzen Stunden Upload so. Hilfe. Du bist ja schneller als ich, ne? Das ist okay. Was ein Loser. Leon einfach in Regelstudienzeit. Richtiger Student. Da. Und dann Arbeit suchen. Ja. Alter, mein Plan ist es dann halt auch. Dann, ja, keine Ahnung. Jetzt dann, wie gesagt, spätestens April dann halt abgebe, ne? Und das dann im Sommersemester noch habe, erst um meine 5 Punkte zu haben, damit ich noch als Student quasi auch bin, so. Damit ich, ja, noch mein letztes Semester als Tutor mitnehmen kann. Und halt so Job suchen kann mit dem Hinweis, hey, hier, ich habe Masterarbeit schon abgegeben. Macht euch da keine Gedanken, ich krieg den Abschluss. Mir fehlen noch 5 Punkte, ihr Penner. Ja, meine Regelstudienzeit war vor 3 Jahren vorbei. Glaube ich, ja doch. Naja, vor 2 Jahren. Wenn ich fertig bin vor 3 Jahren.
Vielleicht auch nicht. Wie soll ich denn da rankommen? Wahrscheinlich schon von hier so, ne? Aber... wo? Da. Da hinten auf der Boje ist einer. Egal was du mir sagst, spielst, geht jetzt hin. Oh. Nee. Ich will mich hier komplett durch safe staten, so. Deshalb. Muss ich besser spielen. Auf jeden Fall, ja, so meine Uni-Geschichten, ne? Sexgeschichten in der Uni. Ansonsten, ja, würde ich das gerne noch, ja, das wird bei City stören. Da wird halt früher so, ja komm, mach ich bei City so fertig, dann so, ich hatte schon die Hälfte der Punkte, so. Dann so. Ja, dann so, ja, fick dich. Spielstütz ab. Also, ich hatte wieder einen Sparnachricht, Leon, die ich dir geschickt habe. Mach erstmal das ganze Sparen, hol dir die Punkte ganz zum Schluss. Weil dann brauchst du potenziell auch weniger, weil man ja durch das Spiel ja auch so ein paar Punkte halt bekommt, ne? Und wir mal ein Safe State. Ich bin da schon was bei der Brücke, das habe ich ganz genau gesehen. Hm. Final Fantasy 9 war übrigens auch spannend. In der einen Woche war niemand da. Also. Ja. Also war recht entspannt, in der Folge danach war halt wieder jemand ein weiterer Final Fantasy Experte. Also kein Final Fantasy Experte, sondern wieder ein Final Fantasy Experte. Ja, da kriegt man auch schon viel Geld, wenn man das hinbekommt. Das stimmt. Und ist auch sicherer auf jeden Fall. Und irgendwann, wenn es halt irgendwann nicht mehr geht, ist ja okay, aber da stürzt das Spiel wenigstens nicht ab. Ich bin einfach so angepisst gerade. Sorry, ich krieg's immer noch nicht weg von mir. Hi Tobi. Meine Güte. Er sagt nur Leon, hallo. Aber das ist okay. Meine Fresse! Ich glaube, ich schaffe es gar nicht mehr zeitlich. Na, mal gucken. Wenn das jetzt der letzte Checkpoint sein sollte, was ich nicht glaube.
Dann wäre da auf jeden Fall noch was drin, so. Nee. Da oben ist halt auch noch einer. Warum Anru warum Ausrufezeichen, Anführungszeichen, Tobi? Sonst geht's mir eigentlich gut. Ich habe gerade wieder einige innere Ängste und Paniken tatsächlich. Aber ich glaube, das wird gerade auch einfach nur durch das Spiel übertönt und verstärkt. Und deswegen ist das jetzt, glaube ich, nichts, worauf ich irgendwie gerade in dem Moment hören sollte. Aber ja, es geht halt irgendwie. Also irgendwie Videospiele haben mich so. Wie gesagt, habe ich es ja vorhin schon geschrieben. Resident Evil ja auch. GTA. Aber ich will irgendwie das irgendwie. Oh. Nachher irgendwie nochmal machen. Dass ich dann halt. Keine Ahnung, die erste Stunde einfach so mal so spiele. Fährst ein bisschen mehr und dann halt irgendwann wieder die Aufnahme anschmeiße. Und dann sage: Hey Leute, ich bin wieder da. Er gibt euch Cortex, so, dass dann halt dann die Platin-Trophäe heute noch bekommen, ist ja ganz cool. Spidey, you the man. You the woman? Was ist das? Ah, nur ein Dollar. Ah, ein, das, ein, eins Fakultät, Fakultät. Okay, verstehe. Weißt du, was schlimm, wisst ihr, was schlimmer ist, als einen Freund zu verlieren? Zu sehen, wie dieser Freund danach auch stirbt. So. Na, das ist okay. Hauptsache, du hörst dir meine Sprachnachricht noch an und gibst mir eine Antwort. Den Rest kann ich easy bekommen eigentlich. Woher, warte, ich hab, ja, ich muss auch irgendwann nochmal Never erkunden und dann halt auch Neverit finden und so ein Scheiß. Mit dem Besten der Glücksspritzlacke, ne? Dann holen wir uns da gemeinsam Neverit, ne? Also. Oh. Ach, Minecraft, ey. Ja, wie halt, wir machen jetzt mal hier die Spielhalle. Hier hat da jemand aus. Ich mach nochmal Ausrufezeichen Retro für euch. Was muss ich denn hier machen? In the Dodge. In the Dodge Hall Arcade Game. Reach a High Score of 2500. Also High Score von 1000 brauche ich in Dodge. Okay. I'm 10.000 Punkte brauchen wir, jetzt habe ich mal die 2500 Punkte. Das ist doch einfach Schmutz, ganz ehrlich, das Spiel ist Schmutz, das Spiel ist Dreck, das Spiel ist Abschaum. ...3000 Punkte... ...im Web-Attack. Wenn man das Web-Attack-Ding... ...lache ist halt mit dem Web-Attack, ich hab das falsch minimiert. Das ist nicht schwierig eigentlich, nur dass die Steuerung funktioniert nicht. Mal, was war jetzt die Aufgabe hier? 3000 Punkte. So. Manchmal habe ich schon das Falsche minimiert. Also, ja, es gibt da verschiedene Arten.
Einmal einspinnen. Ich bin jetzt halt so wegschleudern. Dann entwaffnen. Entwaffnen ist einfach das Einfachste, eigentlich einfach nur antippen. Und dann gibt's auch rumschleudern. Aber, also so Rodeo machen, aber kann man die einfach wegwerfen, das funktioniert auch. Das sind quasi nur drei Arten, naja. Am meisten passiert es halt, dass halt dann irgendwie... dann halt irgendwie eine halbe Drehung macht, also so ein 45 Grad. Guck, genau das hier! Ist dann einfach so eine komische... Mann. Mann, hä? Das funktioniert einfach nicht. Das ist mein letzter Versuch, boah. Ich bin wirklich so kurz davor zu sagen, das Projekt ist vorbei. Oder einfach sagen, okay, eine lange Pause. Aber so ein Ende wäre einfach, so ein Ende zu setzen wäre auch einfach schön, so. Was machst du? Wenn er einfach so komische Drehungen macht, ich verstehe diese Achievements nicht. Weg damit. Also ich verstehe sie schon, aber... boah ey, habt ihr jetzt mal selbst gespielt? Funktioniert nicht. Ich sollte eigentlich mit den Waffen anfangen, so, ne? Aber alles in allem, meine Blickrichtung anfangen, so. Halt echt? Ich will immer noch bei dir mal DuckTales spielen, einfach nur um zu gucken, ob du wirklich dumm bist. Spinn doch! Jetzt ist der Controller abgemeldet. Ja, ist der Controller rausgegangen. So Leute, das war's mit Spider-Man 2. Das ist ein Dreckspiel. Nee, ist ein cooles Spiel. Es ist nostalgisch und so weiter und so fort, aber 100% ist einfach Abfuck und die Retro-Achievements machen es nicht besser. Dankeschön fürs Zuschauen bei diesem Projekt. Vielleicht geht's irgendwann mal weiter, vielleicht auch nicht. Vielleicht bringe ich mich da noch einfach um. Nein, mache ich nicht, keine Sorge. Ja. Keine Ahnung. Drückt man die Daumen, das ist keine Ahnung. Weiß nicht. Tschüss.